herzlich willkommen zu meinem Blog. Heute möchte ich mal mit euch einen Wassermelon aussehen. Da habe ich schon mal vorbereitet. Das Behältnis habe ich auch schon mal vorbereitet. Dann möchten wir die Mango umtopfen, die hier wunderbar gewachsen ist in diesem kleinen Schälchen. Aber langsam wird Schälchen zu klein. Dann die Avocado. Die muss ja auch dringend raus. Wie man sieht, sieht man es, ja, die Wurzeln, die sind schon extrem. Also die muss definitiv raus. Dann wollen wir meine beiden Eichen umtopfen. Die kleine hatte ich einmal zurückgeschnitten gehabt. Die möchte ich vielleicht mal gucken, ob wir jetzt kleinen Bonsai hinkriegen. Ist ja nur ein Versuch, testen wir mal. Und hier ist die unbeschnittene, die große, die hat riesen Blätter bekommen. Da sind wir mal sehr gespannt, was daraus wird. Jo. Als erstes wollen wir auf jeden Fall jetzt mal die Melone einsetzen. Dazu machen wir uns einfach ein paar kleine Löcher. Ich habe jetzt 6 Samen aufquellen lassen, weil eigentlich reicht es ja aus, ne? Da machen wir uns in jedem Fach 2 Löcher. Die Melonsamen habe ich 48 Stunden einweichen lassen. Die machen wir mal da mit rein. Jetzt in jedes Loch eins. Also keimfähig sind sie. Ich habe sie schon mal getestet gehabt. Aber da keine Zusatzbeleuchtung habe, sind die natürlich extrem umgewachsen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Darum haben wir die neuen jetzt halt gewartet, bis die Temperaturen es langsam ein bisschen zulassen und schon was ansetzen kann. Und auch die Lichtverhältnisse ein bisschen länger sind. Ne? So, die Samen sind drin. Dazu soll gesagt sein, ich verwende Kokoserde. Hat sie bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe noch keine negativen Erfahrungen damit gehabt. Das testen wir einfach jetzt aus. Jo, dann gießen wir natürlich ein bisschen an. Diesen schönen kleinen Gießaufsätzchen. Ohne Wasser wächst ja nichts. Das sollte reichen. So, zum Schluss. Das Verhältnis mit den Samen stelle ich jetzt hell und halbwegs warm, noch mit der Folie zugedeckt. Nachdem sie gekeimt sind, kommt die Folie weg und dann kommen sie auch mit raus ins Gewächshaus immer am Tage. Damit sie dann ja auch ein bisschen besser wachsen. Ne? So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Habe mir jetzt erstmal ein Becherchen geholt, um die Kleine einzupflanzen. Oh, bleib hier, nicht runterfallen. Okay. So, dann füllen wir da erstmal etwas Kokoserde ein. Nur locker, nicht andrücken. Testen wir mal ungefähr. Ja, könnte hinkommen. So, dann drücken wir den Becher ein bisschen, damit sich die Wurzeln lösen. Aber halt nur ein bisschen, nicht zu dolle, ne? Dann testen wir mal. Wir drehen die ganze Geschichte. Ja, immer noch zu fest. Jetzt, glaube ich, kommt da. Na komm. Komm zu Papa. Jetzt. Gut. Wie man sehen kann, das Wurzelwachstum ist enorm. Darum wird es jetzt auch höchste Zeit, dass wir die mal umtopfen. Ich hole euch mal einen Stückchen zurück, damit man noch ein bisschen was sehen kann. So. So, wie man es schön sieht bei der Avocado. Sie kommt schön aus dem Kern heraus. So wie es sein soll. Sie hat sogar einen zweiten, dritten Ableger drin, aber ich glaube, da wird nichts mehr bei rauskommen. Jo, und dann ummanteln wir das halt nur ein bisschen mit der neuen Kokoserde.
Jetzt drücken wir die Seiten ganz, ganz leicht an, aber wirklich nur ganz leicht. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt noch ein bisschen rum. Also ganz klein bisschen Luft oben lassen wir. Als Gießrand. Wenn wir gießen, dass das Wasser dann nicht runterläuft. So. Super. Das soll es schon mal gewesen sein. Also, die Avocado schon mal umgetopft. Dann nehmen wir uns jetzt ein Behältnis. Natürlich. Stellen es da hinein. Zum Angießen. Weil es muss auch mal ein bisschen angegossen werden danach. Ne? Nicht einmal kräftig gegossen werden. Super. Gut, das war die Avocado. Als nächstes schauen wir uns mal die Mango an. Wie man sehen kann, die ist in so einem kleinen Behältnis nur. Ist natürlich extrem gut gewachsen dadurch, aber die muss jetzt da auch raus. So. Dazu nehmen wir uns einfach ein Töpfchen. Haben jetzt einen Orchideenpott genommen, einen alten, was wir stehen hatten. Reicht dafür aus. Füllen unten hier ein bisschen Erde ein. Auch hier drücken wir leicht, weil die auch wunderbar wurzeln. Mal schauen, kriegen wir die jetzt so komplett raus. Ja, wir kriegen sie raus. Aber ich muss sie ein bisschen eher machen. Aber ich glaube fast, der Pott ist zu klein. Die ist dann doch etwas groß geworden, oder? Ach nee, das geht noch. Gut, sie steht zwar jetzt nicht ganz genau mittig denn da drin. Aber als Übergangstopf reicht es erstmal dicke aus. Jetzt klopfen und rütteln wir ein bisschen, damit das Kokossubstrat sich ein bisschen überall reinsetzt. So. Den Seiten können wir noch ein bisschen unterpieksen. Dann kommen wir ein bisschen Erde drauf. Nach Möglichkeit lassen wir den Samen oben noch erstmal noch offen liegen, weil der ja noch grün ist. Jetzt schauen wir mal, hat sich die Erde gut drin verteilt? Oder haben wir irgendwo Luft? Haben wir nicht. Dann drücken wir es einfach ein bisschen alles an. Ja, sieht gut aus. Nehmen wir noch einen ganz kleinen Tick Erde. Füllen noch mal ein bisschen nach. Sieht sehr gut aus. Wie gesagt, den Kern versuchen wir ein bisschen noch frei zu lassen. Ob es jetzt schlimm ist, wenn er unter Erde ist oder nicht, das weiß ich leider nicht. Also mache ich es lieber so. Jo. Die ist fertig. Dann nehmen wir uns den Behälter nochmal zum Angießen. Wir wollen ja nicht den ganzen Tisch einmal und dann gießen wir einfach richtig an. Einmal richtig kräftig. Topf kann ruhig einmal quaternass sein. Super. So, mein Lieben, das von der. So, jetzt widmen wir uns mal den ganz großen Eiche. Die muss ja auch langsam umgetopft werden, das sieht man ja auch schon. Ne? Ja, dazu füllen wir uns hier ein bisschen Erde vorweg ein. Aber muss ich euch ja nicht mehr sagen, das ist ja normal. So, dann nehmen wir uns den kleinen Topf wieder, drücken
den so richtig schön einmal ringsherum, dass die ganzen Wurzeln lösen. Nimm die Pflanze zwischen den Fingern, drehe den ganzen Pott einmal um und ziehe es einfach heraus. Wie man sehen kann, ist wunderschön verwurzelt alles. Wir machen Bupp in einen Schwung und einmal umgetupft. Jo, da kommt jetzt noch Erde rüber. Also ich kann ruhig einen Zentimeter tiefer stehen als vorher. Das ist nicht so schlimm. Bei der Eiche macht das nichts. Also von dieser Eiche gibt es bei uns in der ganzen Umgebung nur eine einzige. Das andere sind ja normalen Stieleichen. Welche das jetzt genau ist, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Falls jemand von euch es weiß, wird nett, dann kann er mir das ja in den Kommentar-Link mit reinschreiben. Auf jeden Fall ist eine schöne Eiche. Die sehen gut aus, vor allem wenn die groß sind. Die Blätter sind ja richtig schön groß und richtig groß gezackt. Das hat auf jeden Fall was. Und deswegen haben wir die auch gesammelt und einfach mal keimen lassen. So, das war die große Eiche. Kriegt natürlich auch noch Wasser, aber das mache ich dann draußen, weil sonst klatscht mir jetzt alles in nass. Das ist dann die kleine, was ich zum Bonsai-Bäumchen vorbereiten möchte. Mal kurz abmessen. Okay. Kommt dann auch schon mal Erde unten rein. Also ich verwende die Kokoserde jetzt so nass gerade. Das heißt, vorne einfüllen, einmal richtig ein bisschen ausdrücken. So, das ist dann die andere Eiche. Da drücken wir einfach mal ein bisschen. So. Wie ihr habt, zwischen den Fingern nehmen die Pflanze. Und einmal drehen. Und dann kann man den schon abziehen. Ja, wie man sehen kann, ist die auch wundergut ringsherum schön eingewurzelt. Machen wir den Schubs in einen Schwung. Und schon haben wir sie umgetopft. Bei der Eiche habe ich jetzt auch nicht so einen ganz hohen Topf genommen, sondern etwas einen flacheren. Damit ich einen kleinen flachen Wurzelträger kriege. Gleich so von Anfang an ein bisschen steuern, weil Eichen ja sehr gerne Pfahlwurzeln machen. Wollen wir das ein bisschen verhindern? Sie will zwar die Pfahlwurzel machen, wenn sie dann ein bisschen älter ist, also ich lasse sie mindestens 2 Jahre noch wachsen, dann wird die Pfahlwurzel etwas nach und nach etwas eingekürzt. Habe ich nur nach und nach, ich habe es einmal probiert, habe sie ganz abgeschnitten. Da ist die Eiche natürlich gleich eingegangen, das mochte sie gar nicht. Also schön können einheimische Bäumchen auch sein. Und vor allen Dingen was cool ist, man kann sie auch im Winter, wenn man welche gesammelt hat, man lässt einfach die Eichen ein bisschen draußen liegen. Nur für 3, 4 Wochen, 3, 4 Wochen ungefähr. Und dann kann man sie ganz normal einpflanzen. Und dann fangen sie auch an zu keimen. Jo. Das war die, was ich auch im ewigen Terrarium hatte. Und wie man sieht, sie hat sich sehr gut entwickelt. Hier hatte ich sie einmal geschnitten. Mal gucken, ob man das sehen kann. Das Blatt hängt ein bisschen weg. Muss man mal sehen. Das ist hier. Da unten. Hier so, da wo mein Finger jetzt ist. Und da hat sie halt neuen Trieb gekriegt. Und hier kriegt sie jetzt auch eine Knospe. Dran. Da sollte sie dann auch noch ein Zweigchen kriegen. Mal gucken. Da schauen wir mal erst mal, mal an, was passiert. Auf jeden Fall ist es schön. Schön grün. So, die fällt mir. Jo, meine Lieben, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz was. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Die müssen wir demnächst auch mal umtopfen. Das hier sind Ahornbäumchen. Wir haben hier draußen die Samen gesammelt. Und die sind hier aufgelaufen drin, nachdem ich sie reingesteckt habe. Und gucken wir mal. Müssen jedenfalls jetzt demnächst auch mit raus. Das ist sonst zu eng da drin, sonst gehen mir die Granatäpfel kaputt. Das hier ist mein einer Granatapfel, den ich jetzt mal ein Stückchen geschnitten habe. Da bin ich mal gespannt, ob der sich jetzt wirklich verzweigt. Hier ist der andere Granatapfel.
Der ist nicht geschnitten. Die kriegen morgen etwas Dünger wieder. Ich dünge natürlich mit rein ökologischen Dünger. Da möchte ich euch gerne mal meine Naschi-Birnen zeigen. Schaut euch das mal an. Die eine ist schon extrem. Und die anderen kommen jetzt auch. Das wird interessant, wie das mal wird. Da bin ich mal gespannt. Hier ist ein Kapok-Bäumchen. Sieht man vielleicht am ersten Blatt schon, was da kommt. Da läuft noch was anderes auf. Dazu aber beim nächsten Mal mehr. Hier ist eine kleine goldene Kiwi. Die ist auch aufgelaufen von ca. 30 Samen eine. Jo, dann zeige ich euch mal mein selbstgebautes ewiges Terrarium. Da sind jetzt seit Hortensien-Stecklinge drin, die Spitzen. Die Knospen werden auch dicker, aber es ist so keine Wurzel zu sehen. Da bin ich mal gespannt. Und hier beim Buchsbaum bin ich auch mal gespannt, ob sich da irgendwas mal entwickelt. Sieht nur alles grün aus, aber auch noch keine Wurzel zu sehen. Naja, müssen wir mal gucken, ne? Gut, meine Lieben, das soll es damit erstmal gewesen sein. Und über einen Daumen hoch, so rum, und ein Abo würde ich mich sehr freuen, ja? Ich danke euch. Achso, falls ihr etwas haben möchtet, was in meinem Video gesehen habt, was ich verwende, ich stelle euch unten die Links mit rein. Da könnt ihr einfach mal gucken, dann seid ihr schneller auf der Seite und könnt euch das gerne bestellen. Ich danke euch, meine Lieben, und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Euer Matthias. Tschüss.